Willkommen zurück zum Politik-Tycoon mit den Republikanern REP. Im letzten Mal hatten wir ziemlich am Ende der Folge Bundestagswahlen und wir sind zweitstärkste Kraft ganz knapp hinter der Union geworden. Bundeskanzlerin wurde Amy Zollner von der Union. Wir sind aber in der Regierung zusammen mit Union, Piraten und SPD. Wir haben relativ viele Ministerien bekommen und damit wir nicht sofort abgeschoben werden, müssen wir das leider so machen. Auch wenn die Republikaner in der Realität wahrscheinlich eher dafür ist, also für Atomkraft, können wir uns das nicht mal annähernd leisten. In der Regierung muss man das abschaffen, weil man sonst Beliebtheit verliert. Elterngeldbezug erhöhen, natürlich. So, und in Mecklenburg-Vorpommern sollen wir auch stärkste Kraft werden. Davon sollte man jetzt aber auch mal ausgehen können, bitte. Ich würde so ein schönes Spionagebüro einmal holen. Wenn wir mal spionieren, dann finden wir leicht einen Skandal. Und das kriegen wir nie abgeschafft. Toll. Toll. Wenn wir jetzt 30 Mal durchzubringen versuchen, Dings da, aber wird wahrscheinlich nicht klappen. Schlau, wenn die Opposition dagegen stimmt, zumindest die Grünen, die ja, glaube ich, gegen Atomkraft ja eigentlich sein müssten. Dann gewinnen die Prozente, wenn es einen Super-GAU gibt. Natürlich nicht sonderlich volksnah, aber strategisch kann man das verstehen. Bei der Union können wir dann nochmal Union Lustreisen. Aha. Und mal ein bisschen Radiospots. Ich rechne mit 20%. Ich glaube, 20% sind ganz realistisch. Boah. Naja, und die AfD. Danach die Linke, dann die Freien Wähler, dann die Union, dann die SPD. Und die NPD, Piraten, FDP, MLPD und die Grünen ziehen alle nicht ein. Ja. Wenn wir hier regieren sollten, wäre das natürlich schön. Immer schön viele Koalitionsmöglichkeiten, muss man einfach mal hier hervorheben. Und wir regieren mit den Freien Wählern und der Union, mit Gerhard Mörder. So. Aus Berlin sollen wir auch eindeutig stärkste Kraft werden, da erwarte ich auch 20%. Was wir jetzt aber erstmal noch tun müssen, ist einen neuen Spitzenkandidaten finden, weil der Herr Mörder ja jetzt Ministerpräsident schon ist. Da finden wir aber gerade viele Skandale. Hey, das ist ja hier 1000 Schüsse, 1000 Treffer. Das täuscht mich aber nicht hier bei der letzten. Überall jetzt was gefunden ist, obwohl das Spionagebüro noch nicht fertig ist. Ich weiß nicht, ob das vielleicht schon im Bau dann Auswirkungen hat. Wäre seltsam, aber anders könnte ich das jetzt nicht erklären. Also wir haben keinen Kandidaten mehr, ja. Okay, wir nehmen alle. Nehmen jemanden Beliebten. Wie ist unsere Einstellung? Ja, der Herr Sieling, der passt eigentlich. Auch immer der Herr Sieling so beliebt ist. Ach, der ist in Regen. Ja, für 50.000. Wollen wir auch den Herrn Siedling ran, der dann in Berlin Ministerpräsident werden soll. Gehe dann davon aus, dass wir bei der nächsten Bundestagswahl mit Abstand stärkste Kraft werden. So, ich weiß nicht, wie viel hatten wir beim letzten Mal? So 20% vielleicht. Bundestag ist ja doch nochmal ein bisschen umstrittener. Als jetzt, sagen wir mal, Berlin oder Rheinland-Pfalz. Bayern ist natürlich auch sehr umstritten. Wegen den Freien Wählern. Genau wie Schleswig-Holstein. So, genau aus dem Grund werde ich da jetzt mal ein bisschen, sagen wir mal, Freie Wähler-Eliminierungskampagne starten. Deutschland läuft 59 Wochen gut. Habe ich so eine krumme Zahl genommen, ist ja. Nee, und Schleswig-Holstein. Und Saarland. Und Hamburg. Ich glaube, das sollte an Ländern reichen. So die Länder, die gerne mal, sagen wir mal, umstritten sind. Ausgaben, Kinderbetreuung. Haben wir kein Geld für. Prinzipiell ja, aber gerade haben wir kein Geld für. Man muss halt immer aufs Geld achten. Ganz, ganz, ganz wichtig. Ja, und abgelehnt. Wenn wir dafür gestimmt hätten, wäre es angenommen worden. Das ist nicht schön.
haben politische Entscheidungsmacht als zweitstärkste Kraft. Vorher quasi keine und jetzt so viel Macht. Und wir nutzen sie direkt aus. Was kann man denn noch für Gesetze machen? Finanzielles vielleicht den Einkommensteuersatz für Besserverdiener auf 45% erhöhen. Das wird der Herr Kubicki niemals machen, aber jetzt macht es der Herr Kubicki. Ist ja ein Regen von Herrn Kubicki. Kubicki, Kubicki, Kubicki. Der ist bestimmt Fan des Kubismus. Jaja. Intellektuelle Witze, das seid ihr von mir nicht gewohnt. Die SPD wäre auch hier fast rausgeflogen. Also die SPD und kleine Kleinstparteien sind hier wieder drin. Aber trotzdem, der Kubicki, der Kubicki, der Kubicki. Der Herr Kalwitz ist ausgetreten. Dann holen wir uns den doch mal. Wenn er von der Ausrichtung her möchte. Nein, wir haben uns wohl ein bisschen zu weit von rechts distanziert. Okay, unsere Ausrichtung ist jetzt auch schon arg ökologisch geworden. Ökologisch. Na, witzig, ne? Jo, jo. Das ganze Geld wegzukriegen, müssen wir eigentlich jetzt schon ziemlich viel Radiowerbung in Deutschland machen. Und wenn wir Radiowerbung in Deutschland machen, kriegen wir immer mehr Geld, weil die Mitgliedsbeiträge mehr werden und so weiter. Wir haben doch schon 50 Euro und höher will ich auch eigentlich nicht gehen. Ja, also wir können quasi entscheiden, mit wem wir koalieren. Dann wähle ich nur mal die ersten Koalitionen aus. Nur eine kann man ja nicht auswählen, weil sonst püpp, Absturz. Aber der Herr Sieling ist erster Bürgermeister von Berlin geworden. Regierender Bürgermeister ist das doch in Berlin. Naja, in Bremen heißt es erster Bürgermeister. Das war ja der Herr Sieling zuletzt. Und jetzt ist ja hier der Boven schuld statt dem Sieling, weil der Herr Sieling zwar Spitzenkandidat war, aber nicht nochmal wollte. Was ich ganz seltsam, eine ganz seltsame Entscheidung finde. Aber, ja mei. Grünen stimmen sogar dafür, obwohl sie in der Opposition sind. Und die Piraten. Wow. Gehen aus der Koalition und die Freien Wähler. Perfekt. Das ist doch mal ein Erfolg. Mehrwertsteuersatz senken. Können wir uns nicht leisten. Was bringt mir Geld? Wobei, wir sind nicht auf Spenden angewiesen. Tut mir leid. Da denke ich es auch nicht um 1 Cent. Wir sind Außenminister. Was machen die denn mit Russland hier? Nee, da reisen wir jetzt mal in die EU. Wir leben in der EU. Aber trotzdem. Und die Entwicklungshilfe würde ich mal minimal senken. Minimal. Was soll eine 6 davor? Genau. Um fast 300 Millionen. Das spart dem Budget schon mal einiges ein. Ja. Rheinland-Pfalz ist dann als nächstes und weitere Wahlen sind noch nicht festgelegt. Wir brauchen jetzt wieder beliebte Politiker. Oh Mist, ehrlich. Naja. Herrn Sieling haben wir jetzt schon. Wadefuhl ist schon Ministerpräsident. Frau Zimt ist zu sozial, glaube ich, und zu wenig ökologisch. Herr Richter auch nicht, nee. Ugelschmann, der ist schon Gesundheitsminister. Herr Wölfel, den können wir vielleicht nochmal versuchen. Ja, viel zu unbedeutend, klar. Ist nicht mal voll bei Bekanntheit und beschwerst dich schon. Siehst du Christoph Wölfel dann? So, Frau Motschmann, wenn die nicht Ministerpräsidentin wäre, würde ich die nehmen. Kevin Kühnert. So sozial. So müssen wir mal mit Frau Bär. Holen wir uns hier ganz FDP-Politiker. Nee, Frau Bär holen wir nicht. Also bleibt's wohl beim Regen von Vicky Merch. Der ist auch zu konservativ, der ist zu liberal, weil wir können es mit... Ach nee, der ist auch zu bedeutend. Mein Gott, das wird ja... Reicher Steinmeier, ach, der ist Ministerpräsident von Sachsen bei der Union. Ja, ne? Ein spontaner Parteienwechsel und Ministerpräsident. Rainer Brüderle vielleicht. Ah ja. Hätte nicht genug Geld in der FDP, wenn der FDP es hat Geld. Größtenteils.
Kann man natürlich auch nicht pauschal sagen, aber die setzen sich ja dann doch eher die Rechte der Besserverdiener aus. Ein. Setzen sich ein. Aus. Sie setzen sich aus, genau. Ist eine sinnvolle Behauptung. Sie setzen sich selbst aus, setzen sich auf die Straße und machen Proteste. 23 Wochen Schleswig-Holstein. Ich glaube, wir müssen schon wieder einen neuen Typen anholen, aber machen wir dann, wenn es soweit ist. Flyer muss ich gleich nachlegen in. Ja, 3 Wochen davor. Das kriegen wir hin. Weil wir das aber so gut hinkriegen, würde ich sagen, wir machen die Landtagswahlen in Rheinland-Pfalz in der nächsten Folge. Und deswegen sage ich jetzt herzlichen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Schönen Tag noch und tschüss.